So, Hallihallöchen, Hans und Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Elex. Wir lernen erstmal den Mutantenkiller Boni. Und so, jetzt was hätte ich auch müssen gerne. Wir in diesem Part zu Sardom zurückkehren, der war da hinten. Und ihm einmal Bericht erstatten. Wir haben all seine Aufgaben erledigt, genau, die Invasion aufgehalten, den anderen Elexitor kaputt gemacht. Die anderen Aufgaben haben wir ja sowieso schon im Vorderaus erledigt gehabt. So, Vorstoß. Der Vorstoß der Alpsoldaten in Nordabessa ist abgewendet. Ja, das war nötig. Wir können uns jetzt keine Machtverschiebung in Abessa leisten. Nicht schlecht. Was kannst du mir noch berichten? Und der junge Elexitor ist... Der junge Elexitor, von dem du sprachst, wurde beseitigt. Ja, das ist auch besser so. Er hätte uns gefährlich werden können. Offenbar hast du ganze Arbeit geleistet, Commander. Die Vorbereitungen für den nächsten Vorstoß in Richtung Eispalast sind damit getroffen. Der Hybrid müsste mittlerweile gemerkt haben, dass ein neuer Gegenspieler existiert. Sein Hauptinteresse galt ja bisher Edan und den Magiern der Berserker. Ich habe nie wirklich verstanden, wie ein paar freie Menschen so viel Aufruhr bei ihm verursachen konnten. Du solltest das doch am besten wissen, Jax. Hattest du nicht von ihm selbst den Auftrag, den Pilger Thorald zu finden und ihm sein Wissen über das umgekehrte Elex zu entreißen? Ja, aber vor Vollendung des Auftrags wurde ich abgeschossen und anschließend exekutiert, wie du weißt. Trotzdem ist der Auftrag immer noch nicht erledigt. Thorald wurde immer noch nicht von den Alps gefunden und das umgekehrte Elex, das die Berserker Mana nennen, ist immer noch die größte Bedrohung für den Übrigen. Oh, davon haben wir das meiste verkauft. Scheiße. Vielleicht ist der Hybrid ja auch gar nicht die Wurzel des Problems. Du bist immer noch nicht davon überzeugt, dass du für die richtige Seite kämpfst? Du wirst eine Entscheidung treffen. Es wird davon abhängen, wie sehr du der Kälte nachgibst. Wie auch immer, Thorald ist der Schlüssel. Sein Wissen könnte über Sieg oder Niederlage in diesem Krieg entscheiden. Es heißt, dass Thorald kurz davor ist, das umgekehrte Elex replizieren zu können. Und wenn schon? Nun, wir haben bisher angenommen, dass die Menge von Elex hier auf Magalan eine feste Größe ist. Stell dir vor, was passiert, wenn Thorald in der Lage ist, mehr umgekehrtes Elex zu erzeugen, als seine Feinde an reinem Elex fördern können. Alter, Thorald, der Schlachtherr. Richtig. Die Berserker könnten sich zur stärksten Macht auf Magalan erheben. Nein, wir haben uns für die Outlaws entschieden. Was sie dann mit unserem Volk machen werden. Der Eispalast würde fallen und alle Alps werden vernichtet. Das dürfen wir nicht zulassen. Okay, würde ich eingehen. Achso, zu hoch, ups. Ne, werden wir Nein, nicht. Nein, das werden wir nicht. Ja, das ist der wahre Wille. Der Wille eines Anführers. Aber vergiss nicht, wie ernst die Lage ist, Commander. Du musst deinen alten Auftrag endlich erledigen und Thoralds Wissen sichern. Das Schicksal von uns allen hängt davon ab. Bisher war deine Unterstützung nicht viel mehr als Worte. Ich will erst sehen, dass du nicht zahnlos bist, bevor ich den nächsten Auftrag von dir entgegennehme. Zeig mir deine Armee. Wie du willst. Du sollst wissen, mit wem du es zu tun hast. Sardoms Armee. Verunstaltete Kreaturen, die dem Elex-Konsum zum Opfer gleich so viele. Nur diejenigen, deren Geist stark genug ist, halten dem Verfall und Wahnsinn stand, den es jedem Konsumenten bereithält. Sardom hat einen Weg gefunden, sie zu bändigen und zu kontrollieren. Seelenlose, aggressive Soldaten, die für ihren Anführer in jede Schlacht ziehen und bis in den Tod für ihn kämpfen. Wenn ich jemals ernsthaft den Zweifel an Sardoms Macht, also werde ich seinen Plan weiterverfolgen. Er scheint meine beste Option zu sein. Oh, da sind wir schon Kapitel 3, offener Krieg. Also das wiederum ging jetzt wieder sehr schnell. Ich muss meine alte Mission zum Abschluss bringen und Thorals Wissen erbauen. Ich brauche etwas Handfestes, bevor die Alps zurückschlagen und die Länder mit ihrem Krieg überziehen. So, also wir haben ja schon Riesenvorarbeit in Passus 1. Das ist überzeugend. Dann gemacht. Geh jetzt und erledige endlich deine alte Mission. So eine Scheiße. Also, je nachdem, wie schnell man sich halt so einer, so einem
so einer Gesellschaft anschließt, desto schneller kommt man in die Passus dadurch. So, auch hier haben wir den Teleporter schon. Kein Wunder, den haben wir ja schon im alle Let's Play entdeckt. Ach, guck mal, Nachtschatten und ein Rudelführer, oder? Zack! Ist ja entspannt. Komm, den oben machen wir auch mal kurz platt. Nochmal kostenlose Erfahrungspunkte und dazu noch wichtige Materialien. Dunkles Leder lässt sich bestimmt gut in Kohle verwandeln. Oh. Ach, und da hinten ist noch ein Unhold. Ne, mit dem will ich noch nicht. Oder? Ach komm, wenn er schon auf dem Weg liegt. Leute, wir klatschen den Unhold weg. Oh, scheiße, er ist schnell. Und ich hasse es, wenn die Steine schmeißen. Leute, wie schmeißt denn der den Scheiß? Ich muss mit dir reden. Okay, ja, reden wir. Ich hörte von Truppenbewegungen einiger Kampfmaschinen in Abessa. Ja? Hm. Bist du dir sicher? Es sind nur Gerüchte, aber jemand scheint da im Begriff zu sein, über den Pass des Zentralgebirges von Abessa zu marschieren. Wer ist das? Und wo wollen sie hin? Keine Ahnung. Sehen wir sie uns doch mal an. Moment mal. Seit wann interessieren dich ein paar Kampfmaschinen? Sind sie dir nicht zu nichtig? Raus mit der Sprache. Was weißt du? Alter, was muss sich der Unhold jetzt gerade denken? Parsec soll sie anführen. Ah, eine Lexitor also. Ein würdiger Gegner, der dir den nächsten Kick gibt, ja? Es ist mir völlig egal, wie du es nennst. Ich werde ihn angreifen, mit oder ohne dich. Alter, der Unhold. Wollen wir nicht kämpfen? Aber dann sollten wir uns beeilen. Wenn er über den Pass kommt, dann bestimmt nicht ohne Grund. Sieht ganz so aus, als wolle er das Lager der Mitte angreifen. Ich lass mir diese Gelegenheit nicht entgehen. Leute, ich will kämpfen. Wenn du also dabei sein willst, dann bereite dich besser vor. Sonst bestraft dich das Leben. Ah ja, ich habe mir übrigens ein... Ja, dann gehen wir, ne? Komm, wir gehen. Schnappen wir uns Alexi. Scheiß auf den Unhold. Dann aber schnell, die Zeit rennt. Oh, sie vergöttert uns. So, ich habe 56 Heiltränke, das sollte reichen. Ein Elektor und zwei Kampfmaschinen. Kampfkolosse. So, dann hatten meine Scouts offenbar doch den richtigen Riecher. Du hast keine Ahnung, wie sehr du uns auf Trab gehalten hast, Jax. Der gesamte Eispalast ist auf der Suche nach dir. Ja, sieht so aus, als könntest du den gesamten Lohn für meine Ergreifung einstreichen, Parsec. Was für eine Verschwendung. Deine Effektivität als eine der unseren war überragend. Selbst bis heute immer noch unerreichbar. Wie konnte es nur so weit kommen? Schick deine Maschinen weg und ich könnte dir an meinem Lagerfeuer davon erzählen. Sehr interessant. Doch werde ich dein Angebot wohl ablehnen müssen. In deinem versteckten Lager da drüben ist es gerade eher zu ungastlich für eine solche Unterhaltung. Meine bereits entsandten Maschinen werden ziemlich sicher nicht mehr viel davon übrig lassen. Lassen wir das alberne Geplänkel. Warum reißen wir ihm nicht gleich den Kopf von seinen Schultern? Oh, das klingt gut. Er ist nach Kallax der mächtigste der Elixitoren. Du solltest ihn nicht unterschätzen. Ja, die Waffe sieht auch geil aus auf seinem Rücken. Euch zu ergeben ist die einzige Option, die ihr noch habt. Eher sterbe ich, du Dreckskerl. Ah ja. So, Nasty hat voll Bock drauf. Ich mach erstmal. Oh nee. Der will fliegen. So, piu mit dem Bogen. Nee, komm. So, scheiße. Mann. Nein. Oh, gut ausgewichen. Nein. Nein. Oh, oh, oh. Oh, Nasty ist down. Ich muss abhauen. Hab keine Ausdauer. Scheiße. Oh ja, wahrscheinlich. Alter, ist das krank mit dem Damage. Muss an irgendeine gute Stelle. Er hat den Flammenwerfer, das ist kacke. Oh. Dieser Bastard, Mann. Komm. Steck den scheiß Flammenwerfer. Ja, was für eine Scheiße, ey. Oh, vor allem Nasty stirbt so schnell. Müssen wir erst Parsec killen? Okay, wir müssen den zuerst killen. Dann ist es ein Kinderspiel. Oh, noch. Nasty ist trotzdem tot? Warte, Heilung. Aber es geht bei der, Mann. So,
Zack. Oh. Okay, ich hätte erst Parse killen sollen. Zack. So, Nasty. Also er hat gesagt, er hat seine Truppen zum Lager geschickt. Das heißt, wir sollten da auch gleich nachgucken, ob die alle unversehrt sind. Nasty. Nasty. Hey. Okay, wir zünden eine Magnesiumfackel an. So, die Düfte sind belebend. Hey, ich kannte mal einen Kerl. Der war so ähnlich wie du. Tatsächlich. Ja, aber ohne diesen komischen Komplex, den du da mit dir herumschleppst. Keine Ahnung, was es ist. Aber es wird Zeit, dass du die Scheiße los wirst. Und weiter? Tja, ich hab mit ihm eine Weile rumgehangen. Bis ich merkte, dass er mehr wollte als nur mich und mein Fahrgestell. Ach ja? Er faselte immer was von einem Haus, Familie und so einem Dreck. Und das war's dann für dich? Nicht ganz. Erst als ich merkte, dass er eigentlich nur die Geschäfte meines Bruders übernehmen wollte. Der Drecksack glaubte, wenn er sich an die kleine Schwester des Dukes ranmacht, hätte er bessere Karten. Hatte er nicht. Nein. Seine Leiche liegt unter dem ganzen Schrott unterhalb unserer Stadt. Typen, die mich versuchen zu verarschen, leben nicht lange. Und du? Was ist mit dir? Bist du auch einer von der Sorte? Ja, ich lieg auch gern im Dreck. Nein, dein Fahrgestell würde mir völlig reichen. Ja, genau. Möchte ich wetten. So, war das Herausforderung genug für dich? Du hast ja keine Ahnung! Seit ich dich kenne, stürzt du dich in jeden auch noch so hoffnungslosen Kampf. Was ist bloß los mit dir? Willst du mir etwa Vorschriften machen wie ich? Nein, es ist offenkundig, dass du dein Leben wegwerfen willst. Ha! Und wenn schon, ich wüsste nicht, was dich das angeht. Also, er hat auch so ein bisschen Stimmungsschwankungen. Aber zieh mich da nicht wieder mit rein, okay? Was? Du hast recht. Ich bin fertig. Schlimm genug, dass man es mir mittlerweile anmerkt. Moment. Speichern. Nicht, dass ich jetzt verkacke. Was ist es? Eine verpasste Gelegenheit? Irgendein Kerl? Ja, genau. Das wäre schön. Und würde wunderbar in deinen kleinkarierten Schädel passen. Nicht wahr? Aber so einfach ist es leider nicht. Freundchen? Nein. Ich habe den grauen Tod. Ja, genau. Und du weißt, was das heißt. Die Krankheit ist schon vor Jahren bei mir diagnostiziert worden. Und sie endet immer gleich. Und es gibt nichts, was ich oder irgendwer anders dagegen tun kann. Nun... Ach, komm jetzt bloß nicht mit irgendwelchem Geschwafel, okay? Alles, was ich will, ist, im Kampfgetöse auf dem Schlachtfeld zu sterben. Und das gegen einen Gegner, der mir das Wasser reichen kann. Also... Entweder du hilfst mir, ihn zu finden, oder ich gehe wieder meine eigenen Wege. Verstanden? Ich kann dir nicht helfen. Aber wir haben den schon besiegt, Mann, hä? Wir haben den grauen Tod am Hofe des Eispalastes schon seit Jahren besiegt. Wage es ja nicht. Nein, ich kann dir helfen. Mistkerl. Glaubst du ernsthaft, ich werde mich mit der Quacksalberei der Alps vergiften? Eher sterbe ich im Kreuzfeuer ihrer Maschinen. Dann bleibt uns nur noch eine Option. Das Archiv der Kleriker im Hort von Ignadon. Hör endlich auf damit! Ich werde niemals! Du hast gegen einige der größten Kontrahenten, die Magalan je hervorgebracht hat, gekämpft. Und das alles an meiner Seite. Also, du bleibst bei mir und suchst weiterhin deinen Kick, wenn du willst. Und ich werfe einen Blick ins Archiv der Kleriker. Ich warne dich. Wenn du mir falsche Hoffnungen machst, werde ich dich mit in den Abgrund reißen. Das Risiko gehe ich ein. Ach, mach du dein Ding. Ich folge dir, aber kein Wort mehr von dem grauen Tod. Für mich gibt es nur noch den Kampf, bis ich auf dem Schlachtfeld meine Erlösung finde. So, und jetzt will ich nichts mehr davon hören. Alles klar. Mission, es steht geschrieben. Gucken wir mal im Lager, ob das angegriffen wird. Ja, wird's. Haha. So, dann machen wir kurz einen Verteidigungskampf. Zack. Gott, nochmal schön viel Loot. Denn Loot tut gut. So, zack. So. Unsere Leute können ja gar nicht sterben. Die können nur bewusstlos werden. Voll geil. Zack. Zack. Loot. Und ein bisschen Erfahrungspunkte kriegen wir auch noch dazu. Voll nice. Hey, du.
Ach, Kaya will jetzt reden. Also, ne, wir werden angegriffen, aber alle wollen reden. Ja, ich weiß, die Gegend ist nicht ganz ungefährlich. Sie ist recht nahe an einigen Alpstellungen in Xakor. Wir sollten uns also gut vorbereiten, bevor wir dort auf Elex-Suche gehen. Was in Xakor? Oh. Mitkommen. Ausrüstungsstand. Alle reden einfach. Die werden angegriffen, aber die wollen erstmal reden. Junge. Voll dumm. Okay, wir haben jetzt die Mission mit Kaya was zu machen. Eigentlich ganz nett hier. Ah, hier liegt jemand. Achso, es war Harley. Ach, Moment. Er will auch nochmal reden. Okay. Moment, sie will nach Xakor. Wir müssen ein Heilmittel finden. Du sagtest, die Reaktorspule ist im Eimer. Ja, verdammt. Das Ding hält keine 2 Kilometer mehr durch. Ich weiß, ich hätte sie schon früher auswechseln sollen. Sie hatte mir schon Probleme gemacht, als der Gleiter noch in Betrieb war. Wo sollen wir denn jetzt eine Reaktorspule X48 herkriegen, hä? Diese Dinger sind verdammt selten. Hey, warte mal. Mir fällt da was ein. In der hinterletzten Ecke, tief im Westen von Edan, gibt es einen größeren Ruinenkomplex. Im Keller von dem Ding gibt es ein altes Wissenschaftslabor. Ich bin früher schon mal da gewesen und habe eine Menge Schrott daraus geholt. Geh mal schauen, ob du da etwas Brauchbares findest. Ich möchte wetten, dass auch eine passende Reaktorspule dabei ist. Okay. So, die Mission wird auch noch wichtig sein, weil wir brauchen den Gleiter noch. Ja, ich will jetzt nur kurz die Leichen nochmal ausplündern. Und dann geht's im nächsten Part weiter. So, ich hoffe, der Händler ist nicht tot. Ne, der ist nur bewusstlos. Etwas Crony gerade angegriffen. So. Hier liegt noch eine. Hier hinten? Ne, hier sind keine. Irgendwo noch. Hier unten? Ne, war ein Setzerbrot. Brauche ich nicht. Hier. Hier ist noch eine. Und. Oh, da ist sogar noch ein Kampfkoloss. Wie man gesehen hat. Okay. Oh, das juckt die Leute nicht. Gut, dann machen wir den noch schnell. Ich erledige das. So. Alles klar, gut. Ich gehe mich einmal heilen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder zur Quest, nicht Hauptmission. Ich bin mit dem Feuer. Erlösung. Es steht geschrieben. Mit der Quest geht's weiter und danach kommt die Kaya-Quest. So, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Dieses Euer Hansen Peter. Wenn man es so nennen Ciao. Kann.